Du möchtest deine Texte und Akkorde auf einem Display darstellen, um das Display des Keyboards für Schaltvorgänge frei zu haben? Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du nutzt einen externen DFD oder so wie ich die App Songbook Plus. Ja, hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die Musik mit Rigo. In meinem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man mit der Songbook Plus App Texte, Lyrics aus einem MIDI-File ausliest, einen Song anlegt und anschließend das Ganze mit dem Keyboard synchronisiert. Viel Spaß dabei! Und jetzt möchten wir gleich mal einen Titel anlegen. Dazu gehen wir jetzt rüber. Aufs iPad. So, am iPad öffne ich die App Songbook Plus. Und als allererstes muss ich natürlich meine MIDI-Datei auf das iPad bringen. Ich drücke hier oben bei den drei Punkten und gebe den Ordner im WLAN frei. Es erscheint jetzt hier eine IP-Adresse, unter der ich mich dann auf meinem PC einloggen kann. So, und da haben wir auch schon den Explorer vom PC. Ich muss also hier auf dieser PC stehen, kann dann hier oben mich mit einem Netzlaufwerk verbinden. Es öffnet sich dieses Feld und hier in diese Zeile gebe ich diese Adresse hier oben ein. Klick dann auf Fertigstellen und damit bekomme ich eine Verbindung zu Songbook Plus. Mein Netzlaufwerk ist hier schon vorhanden. Ich klicke es an und wir sehen jetzt hier in diesem Bereich alle Dateien, die sich auf meinem Songbook befinden. Jetzt möchte ich ein MIDI-File übertragen. Ich habe jetzt hier meinen Desktop und habe hier einen Titel aus den 70er Jahren, Mademoiselle Ninette. Diesen Titel kopiere ich mir, gehe auf mein iPad und füge den Titel ein. So, das war's auch schon. Wir können jetzt auf den iPad einfach irgendwo hier oben in ein Feld klicken und das Ganze verschwindet. Und wir schauen jetzt als nächstes, wo hat sich unser MIDI-File einsortiert? Da haben wir es. Wir gehen auf Bearbeiten, machen ein neues Fenster auf, den Titel Mademoiselle Ninette. Interpret waren die Soulful Dynamics. Und so weiter und so fort. Das kann ich jetzt alles der Reihe nach ausfüllen. Und wir sehen jetzt, hier an dieser Stelle hat sich meine MIDI-Datei reingeschrieben. Ich gehe auf Speichern, gehe unter M und siehe da, wir haben jetzt den Titel Mademoiselle Ninette. Wir öffnen das Ganze und jetzt bringt er uns, dass er in diesem MIDI-File einen Text gefunden hat. Wir klicken natürlich auf Ja. Und siehe da, wir haben den Text mit den Akkorden gefunden. Jetzt kann das natürlich sein, wir wollen in einer ganz anderen Tonart das haben.
Da können wir also auf die Funktion Akkordnotizen transponieren gehen und können dann hier umstellen auf transponieren und schon haben wir die Akkorde in einer anderen Tonart. Wir wollen das Ganze jetzt wieder rückgängig machen, so dass wir wieder jetzt in C-Dur sind. Und jetzt kommt etwas Wichtiges und zwar müssen wir jetzt hier auf Song bearbeiten gehen und müssen dieses MIDI-File hier wieder rauslöschen. Ja, wir haben also jetzt die MIDI-Datei entfernt und gehen auf Speichern und haben jetzt den Titel soweit auf dem iPad vorbereitet. Als nächstes legen wir auf unserem Genus eine Registration mit dem Titel an und anschließend verknüpfen wir den Genus mit Songbook Plus, also auf ans Keyboard. Ja, und jetzt hier am Keyboard angekommen, wollen wir als allererstes eine Registrierung mit unserem Titel wählen. Ich habe meine MIDI-Files immer auf dem Player A, gehe also in mein Laufwerk Songs, wechsle dort in den Ordner M und finde hier mein MIDI-File Mademoiselle. Ich kann mir jetzt die entsprechenden Sounds auf dem Keyboard wählen. Ich mache das jetzt einfach mal mit diesem Sound. Darauf soll es jetzt nicht ankommen. Wir drücken Memory, den Programmplatz 1 und speichern jetzt unser MIDI-File. Ganz einfach. Ab. So, File. Save. Save hier. Und machen die Matt. Mademoiselle Ninette. So, haben jetzt hier unsere Verknüpfung angelegt. Also, wir sind jetzt im Titel Love is in the Air. Mademoiselle Ninette. Und da haben wir's. Und jetzt brauchen wir diese ganze Sache nur noch mit unserem Songbook verknüpfen. Und das machen wir jetzt. So, ich bin jetzt hier am Keyboard und möchte das iPad mit unserer Registrierung verknüpfen. Dazu wählen wir unsere Registrierung Mademoiselle Ninette aus, müssen den Text, unseren Song auf unserem Songbook Plus geöffnet haben, gehen auf diese drei Punkte und können jetzt hier an dieser Stelle sagen, Song jetzt verknüpfen. Und schon ist die Verknüpfung hergestellt. Wir können jetzt hier einfach mal einen Titel wählen, Marjorie. Und wir sehen, das MIDI-File wurde geladen. Wir gehen wieder auf unseren Titel Mademoiselle. Der Titel wird geladen, die Registrierung wird sofort eingeschaltet. Jetzt auf meinem Keyboard den Play-Button drücke, läuft das Keyboard los. Natürlich kann es jetzt sein, dass die Anzeige des Textes, also sprich der Punkt, der dann hier wandert, nicht genau mit unserem MIDI-File übereinstimmt. Dafür gibt es eine Funktion. Wir gehen auf diese drei Punkte und können hier die Funktion Startpunkt verschieben nutzen. Wir halten also ein kleines Feld, wo wir hier unsere Takte entsprechend verschieben können. Und somit wandert hier oben dieser Startpunkt von diesem Text entsprechend hin und her und wir haben dann genau den gleichen Startpunkt,
vom Text wie beim MIDI-File und kann so alle Titel der Reihe nach synchronisieren. Wichtig wäre noch, dass man, wenn man mit dem Player das Starten von Songbook Plus fernsteuern möchte, dass wir da mal hier in das Menü 2 gehen unter den MIDI-Einstellungen und bei System sollte bei Transmit Clock auf On stehen, Start Stop auf Song. Ja, so schnell kann man seine Texte mit dem Keyboard synchronisieren und braucht nicht noch irgendeinen zusätzlichen Monitor. Man kann die Titel dann natürlich an seine Bandkollegen, falls man welche hat, weiterschicken und die iPads untereinander synchronisieren, aber das gern in einem nächsten Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch gern meinen Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Euer Rigo. Ciao.